Hallo Schachfreunde, aktuell läuft ja das Tata Steel Chess 2014 Turnier und diesmal nur mit zwei Gruppen, Gruppe A die Masterklasse und Gruppe B die Challengerklasse. Also zwei separate Turniere. Es gibt natürlich noch ein öffentliches Turnier, aber das interessiert uns aktuell weniger. Wir schauen auf das Masters Turnier und dieses ist richtig gut besetzt. Es spielt auch ein deutscher Spieler mit und zwar Arkadi Neidic, der hatte leider in den ersten beiden Runden sehr unglücklich verloren. Aber um Arkadi Neidic geht es aktuell nicht. In der vorliegenden Partie, die ich mir rausgesucht habe, die in der ersten Runde gespielt wurde, traten Hare Krishna und Aronian gegeneinander an. Und Aronian mit den schwarzen Steinen. Es kam zu folgenden Zügen: E4, E5, Springer F3, Springer auf C6. Bis jetzt alles ganz normal. Und an dieser Stelle zog Hare Krishna den Läufer nach C4. Und das ist praktisch eine Einladung in die italienische Partie. Und aus diesem Grund habe ich diese Partie auch zur Analyse gewählt, weil diese italienische Eröffnung, die haben wir ja alle schon mal auf dem Brett gehabt und ich denke, es macht Sinn zu schauen, was die Weltklasse mit dieser Eröffnung anfängt. Aronian hat sich auch nicht zweimal bitten lassen, er hat direkt den Läufer nach C5 gezogen und Hare Krishna antwortete mit C3. Also wir haben hier absolut Theorie auf dem Brett, die schon ewig alt ist und bekannt und hier zog Aronian gemäß der Theorie den Springer nach F6. Und Hare Krishna antwortete mit D4. Und diese Stellung, diese Eröffnung ist wirklich ein ganz seltener Gast auf Top-Level-Turnieren. Der indische Großmeister Hare Krishna hat eventuell versucht, die Nummer 2 der Weltrangliste Aronian damit zu überraschen. Also man kann mit dieser Eröffnung in Top-Turnieren eher selten rechnen. Aronian nahm den Bauern raus und Hare Krishna antwortete mit C schlägt D4. Einige Spieler über 2700 Elo-Punkte stark, wie beispielsweise Yubava oder Alexeev, haben in dieser Stellung mit der Variante E5 schon experimentiert. Hier könnte es weitergehen mit D5 und Läufer auf B5. Auch das ist bekannt. Und ein polnischer Großmeister namens Macias spielt diese Variante sehr, sehr häufig. Wir gehen zurück, schauen uns an, was in der Partie geschah. Hier schlug Weiß den Bauern auf D4. Das ist alles reguläre Theorie. Und nun folgte Läufer auf B4 mit Schach. An dieser Stelle hat Weiß die Chance, die Partie etwas zu verschärfen mit dem Zug Springer auf C3. Danach können einige Varianten aufs Brett kommen, die wirklich scharf sind. Die kann man kennen, muss man aber nicht kennen. Und wenn man sie nicht kennt, kann man schnell unter die Räder kommen. Also in der Partie, da kam Läufer auf D2, aber wir schauen uns kurz mal an, warum Springer auf C3 so scharf ist. Springer auf C3 sieht erst einmal ungewöhnlich aus. Der Springer geht direkt in die Fesselung hinein des Königs und von einer Verteidigung des Bauern auf E4 kann nun keine Rede mehr sein. Aber warum geht Weiß dieses Risiko ein, dass Schwarz diesen Bauern schlagen kann? Hier ein nettes Beispiel. Der Springer nimmt natürlich auf E4 raus und dann an dieser Stelle ist die Rochade der wohl beste Zug für Weiß. Weiß strebt schnelle Entwicklung an und ist dafür auch bereit, einen Bauern herzugeben. Es könnte hier weitergehen mit Läufer schlägt C3 und D5. Die Stellung verschärft sich. Natürlich könnte Weiß auch einfach hier den Läufer zurücknehmen. Aber Weiß will ja etwas mehr haben. Weiß will ja seinen Eröffnungsvorteil, sein Zugrecht, was er am Anfang hat, verwerten. Und deswegen setzt er hier auf Druck, spielt D5, greift eine weitere Figur an. Und jetzt sind ja zwei Figuren angegriffen von Schwarz. Und er muss ja mit einer ziehen. Eine wird er in jedem Fall verlieren. Und die beste Antwort ist wohl direkt mit Springer auf E5 eine weitere Figur von Weiß anzugreifen. Also eine richtig scharfe Stellung. Jetzt könnte man mit Weiß denken, okay, nehme ich einfach den Läufer auf C3, dann nimmt Schwarz den Läufer auf C4 und es könnte eine Fesselung kommen. Der Springer wäre gefesselt. Aber das führt alles zu nichts. Hier muss man schon aufpassen. Der beste Zug ist meiner Meinung nach hier einfach die Dame nach E2 zu ziehen. Und die blinzelt schon direkt dem König entgegen. Und es sind immer noch zwei Figuren angegriffen. Zieht der Springer von E4 weg, dann wäre die nächste Figur auch noch angegriffen. Also die Stellung ist sehr, sehr scharf. Hier könnte es weitergehen und muss es wahrscheinlich weitergehen mit der kurzen Rochade von Schwarz. Weiß nimmt hier mit dem Bauern den Läufer auf C3, der Springer nimmt auf C4 und die Dame nimmt auf C4 zurück. Und die Partie, die eben noch richtig viel Schärfe hatte, verflacht langsam. Schwarz hat sich optimal verteidigt, er hätte viele Fehler machen können, aber auch Weiß hatte die Chance, Fehler zu machen. Es könnte hier weitergehen mit dem Springerzug nach D6 und der sieht normalerweise recht komisch aus. Er blockiert ja den Zentrumsbauern, aber das ist hier der richtige Zug. Dame auf D3 und
Dame auf F6. Ich mache noch ein paar Züge in dieser Variante Turm E1. Und die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich der Läufer auf C8? Der Läufer wird sich nach B6 über das Feld B7 entwickeln. Die beiden Türme spielen zusammen. Und ich denke, dass hier eine ausgeglichene Stellung auf dem Brett ist. So viel zu dem Thema Springer auf C3. Also das ist für Weiß sehr gut spielbar, ist sehr scharf. Man kann Fehler machen, aber auf dem Level, denke ich, wird man diese Fehler wohl nicht sehen. Läufer auf D2 wurde also gespielt. Und diesmal war es Schwarz, der die Wahl hatte, wie die Partie weitergeht. Es könnte hier folgen, Springer schlägt E4. Aber auch der Zug Läufer schlägt D2 ist in Ordnung. In der Partie folgte Springer schlägt E4 und meiner Meinung nach sollte die Variante nach Läufer schlägt D2 Schach für Schwarz etwas besser und solider sein. Zumindest laut der Statistik hat Schwarz hier in dieser Variante sehr wenig Probleme. Der Läufer wird mit dem Springer zurückgeschlagen. Es folgt beispielsweise D5, der E-Bauer nimmt und der Springer nimmt. Und wie gesagt, hier haben wir eine sehr ausgeglichene Stellung auf dem Brett. Weiß hat zwar diesen Isolani, aber der kann auch stark werden. Insgesamt würde ich diese Stellung wirklich als sehr ausgeglichen bezeichnen. Aber so kam es nicht. Wenn Aronia einen Ausgleich wollte, hätte er wahrscheinlich Läufer schlägt D2 gespielt. Aber er entschied sich für das Schlagen des Bauern auf E4. Der Läufer nimmt auf B4 und Springer schlägt B4. Und diese Stellung, wenn man sie in der Datenbank eingibt, die ist sehr, sehr interessant und lustig, weil einige Großmeister, einige sehr, sehr starke Spieler, die waren recht pfiffig und meinten, sie wären clever, wenn sie hier einfach D5 ziehen. Das sieht zunächst einmal ganz okay aus. Im Prinzip sind ja wieder zwei Figuren angegriffen von Weiß. Aber interessanterweise haben viele starke Spieler, auch Großmeister, die einzig richtige Widerlegung dieses Zuges D5 nicht gefunden. Und zwar Läufer auf B5. Das widerlegt praktisch diesen Zug D5, denn Weiß hat hier einfach eine Figur mehr und wird die Partie gewinnen. Also das wäre die Widerlegung gewesen, aber wir sehen hier, wenn wir diese Stellung in der Datenbank abrufen, dass einige Großmeister sogar hingegangen sind und haben den Läufer nach B3 gezogen, aber auch der Zug Läufer auf D3 wurde gespielt. Also sehr, sehr interessant, dass auch Großmeister hier im Prinzip eine ganz einfache Widerlegung nicht finden. Ich nehme an, es sind Reflexzüge gewesen und das sollte uns zu denken geben, dass wir auch in der Eröffnung, auch wenn uns die Züge und Pläne bekannt sind, immer nachdenken, mit jedem Zug genau wissen, was wir tun. Also wie gesagt, Läufer auf B5 ist hier die Widerlegung des Zuges D5. In der Partie, da kam es zu Springer schlägt B4 und nun hat Weiß mit dem Läufer auf F7 geschlagen. Und wer denkt, dass das ein rein intuitives Opfer ist, der irrt. Das ist alles Theorie. Und wenn Schwarz sich hier richtig verteidigt, hat er zumindest Remis. Also man muss hier schon die Theorievariante etwas kennen, aber ich bin mir sicher, dass diese beiden Spieler, diese Ausnahmespieler, diese Varianten alle in- und auswendig kennen. Die Idee, die man auch oft sieht, Dame auf B3, die sieht gut aus. Weiß greift hier ja den Springer an auf B4 und gleichzeitig den Bauern auf F7. Aber auch das ist bis zum Erbrechen ausanalysiert. Hier spielt Schwarz ganz einfach D5 und nach Dame schlägt B4 rochiert Weiß kurz. Die Dame geht nach D6, bietet sich zum Tausch an. Das würde die Stellung weiter verflachen lassen. Nehmen wir an, Weiß würde hier schlagen. Er würde natürlich mit dem Bauern zurücknehmen. Schwarz hätte hier ein absolut solides Bauernspiel. Hier wird einfach der Bauer zurückgenommen und Schwarz rochiert kurz. Wir haben hier eine absolut ausgeglichene Stellung. Zwar hat Weiß diesen berühmt-berüchtigten Isolani auf D4, aber das ist in dieser Stellung mit immer weniger werdenden Figuren relativ unrelevant. Schwarz ist hier absolut okay. Also wir gehen zurück. Dame auf B3 wurde nicht gezogen. Weiß entschloss sich zu Läufer schlägt F7. Und hier folgte König schlägt F7 und Dame auf B3 Schach. Weiß muss natürlich die Figur zurückgewinnen. Und nun D5. Und an dieser Stelle wäre es für Weiß sehr, sehr einfach, diesen Springer zurückzunehmen auf B4. Aber das macht man in solchen Stellungen nicht. Man versucht, die Spannung aufrechtzuerhalten. Auch wenn das hier alles Theorie ist, man kann auch hier, wenn man die Theorie nicht kennt, die richtigen Züge finden. Und der einzig richtige Zug hier ist Springer auf E5 Schach.
Das gibt der Dame die Möglichkeit, eventuell hier für Ärger zu sorgen, aber das führt aktuell zu nichts. Er muss natürlich diesen Springer zurücknehmen. Er will ja nicht mit einer Figur weniger spielen. Aber zunächst einmal ist Schwarz dran und Schwarz muss sich hier entscheiden, wie er zieht. Und er hat hier schon viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Es gibt hier nur einen sinnvollen Zug und das ist König auf E6. Der sieht auch wieder komisch aus, der Zug. Er blockiert die Läuferdiagonale, aber es ist der einzig sinnvolle Zug in dieser Stellung. Nehmen wir an, der König würde nach E8 gehen. Und dann folgt Dame auf B4 und wir sehen, dass der König hier auf dem Feld E8 einfach im Zentrum stehen bleibt. Weiß könnte kurz rochieren und mit dem Turm direkt versuchen anzugreifen. Der König steht hier auf dem Feld E8 sehr zentral und das will er nicht. Also der Rückzug des Königs nach E8 ist nicht gut. Weiterhin könnte König G8 noch auf dem Programm stehen. Aber König G8 ist genauso wenig gut, denn nach Dame schlägt B4 wird dieser Turm auf H8 wohl sehr, sehr lange brauchen, um in die Partie zu kommen. Also die einzige Möglichkeit hier die Partie zu gestalten ist König auf E6. Die Dame nimmt nun auf B4 und Dame auf F8. Und Aronian entschloss sich mit diesem Damenzug wohl zu dem Weg mit dem geringsten Widerstand. Figuren tauschen ist in Ordnung. Mit Schwarz hier ein Remis zu erreichen, ist vollkommen ausreichend. Etwas schärfer und interessant finde ich den Zug C5. Der ist auf jeden Fall einen Blick wert. Hier können interessante Varianten aufs Brett kommen. Also Schwarz hat hier durchaus Möglichkeiten, die Stellung noch etwas zu verkomplizieren. Aber Aronian, der will nichts riskieren und zog hier die Dame nach F8. Und Hare Krishna, der hat die Dame geschlagen, der Turm nimmt zurück. Und Weiß sollte hier eventuell einen klitzekleinen Vorteil haben aufgrund seines gut platzierten Springers auf E5. Jetzt könnte man sagen, ja gut, der Schwarze hat ja auch einen Springer auf E4 platziert, aber diesen Springer auf E4, den kann Weiß mit einem Bauernzug vertreiben. Und diese Möglichkeit hat Schwarz nicht. Schwarz kann diesen Springer auf E5 nicht so einfach vertreiben. Und das sollte ein kleines Plus geben in dieser Stellung. Aber die Frage ist, kann Weiß dieses kleine Plus ausnutzen? Es folgte hier Springer auf C3. Wir schauen uns kurz mal an, was nach F3 auf dem Brett passieren könnte. Nach F3 zieht der Springer einfach nach D6 zurück. Und wer denkt, dass diese Stellung absolut neu ist und wir hier neue Züge sehen, der irrt schon wieder. Diese Stellung gab es schon und zwar zwischen Rosolimo und Addison in New York gespielt 1965. Also das ist alles sowas von bekannt. Springer auf C3 kam in der Partie, Springer auf F5 und die große Rochade von Weiß und nach C6 und Turm HE1, da hatte Weiß ein leichtes Plus in der Stellung, aber nichts Entscheidendes meiner Meinung nach. Weiter ging es, wie gesagt, in der Partie mit direkt Springer auf C3 und C6. Schwarz festigt damit das Zentrum, geht überhaupt kein Risiko ein und je mehr Figuren vom Brett verschwinden, desto besser wird das Endspiel wohl für Schwarz sein, weil sein König bereits hier sehr zentral steht. Und wir wissen es ja, im Endspiel, da spielen die Könige mit, da kommen sie aus ihrem Häuschen raus. Der schwarze König war nie in einem Häuschen, er steht die ganze Partie praktisch zentral und da ist es logisch, dass er direkt ins Endspiel gehen will. Eine andere Möglichkeit als C6 wäre es gewesen, hier einfach Springer schlägt C3 zu ziehen, der B-Bauer nimmt zurück und jetzt König auf D6. Es könnte weitergehen mit F3, B6, das wurde alles schon gespielt. Beide Seiten sollten sowohl Vorteile als auch Nachteile haben. Wir gehen zurück in der Partie, da folgte wie gesagt C6, das stützt das Zentrum. F3, der Springer wird angegriffen, der Springer zieht nach D6 zurück und jetzt König auf F2. Auch der König, der will natürlich jetzt nicht rochieren, er will Züge sparen. Eine Rochade wäre natürlich hier absolut unsinnig, denn der König, der möchte im Endspiel sowieso über das Feld F2 in die Partie gelangen. Und deswegen ist es sinnvoll, hier direkt den König nach F2 zu ziehen. Das verbindet die beiden Türme ebenfalls und die weiße Stellung bleibt flexibel. Springer auf F5 greift den Bauern auf D4 an und Turm H auf E1. Hier droht natürlich, wenn der Springer auf D4 nimmt, ein ganz einfacher Abzug. Aber auf diesem Level, da sieht man das natürlich. Der König zog hier nach D6 und jetzt Turm A auf D1. Weiter ging es mit G6 und B4. Und die Entscheidung des Zuges B4, die kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Natürlich, Weiß festigt alles, greift nach Raum am Damenflügel. Aber meiner Meinung nach wäre es hier sinnvoller,
am Königsflügel nach Raum zu greifen, denn hier hat Weiß die Bauernmehrheit und hier sollte er versuchen, das Spiel zu finden, sein Spiel zu finden. Und da gibt es natürlich einige interessante Varianten. Der Springer ist angegriffen. Nehmen wir an, er zieht nach G7 zurück. Dann kann direkt König auf G3 kommen. Und nach Springer E6 folgt H4. Und wir sehen, Weiß macht Druck am Königsflügel. Ob das natürlich jetzt ausreichend ist für einen Sieg, das mag mal dahingestellt sein. Aber Weiß macht zumindest mal Druck und spielt an der richtigen Seite des Brettes. Denn es ist eher sinnvoll, an der Seite zu spielen, wo man den Mehrbauern hat, als an der Seite zu spielen, wo man den Mehrbauern eben nicht hat. Hier sollte in jedem Fall Schwarz die Partie versuchen zu gestalten. Also der Zug, der gespielt wurde, B4, der gefällt mir nicht so, ist ein bisschen langsam. Natürlich wird hier auch das Spiel von Schwarz ein bisschen festgesetzt. Weiß kann immer noch am Königsflügel seine Bauern marschieren lassen, aber für mich sieht das alles recht langsam aus. Es folgte nun Läufer auf D7, das bringt die beiden Türme endlich zusammen. Schwarz muss aufpassen, dass er nicht in Rückstand gerät, was die Entwicklung betrifft, aber er hat natürlich die Zeit, er nutzt die Zeit und spielt den Läufer nach D7. Es folgte Springer auf A4, B6, der Springer soll natürlich nicht auf das Feld C5 gelangen und Turm auf D2. Turm AE8, beide Türme von Schwarz nun endlich im Spiel und Springer auf C3. Turm auf E7 und eventuell wäre es hier vielleicht wieder besser gewesen, nun doch den Bauernzug nach G5 zu ziehen. Aber wie gesagt, Turm auf E7, das verschlechtert nichts. Turm auf C1, Läufer auf E8 und Schwarz hat alle Probleme gelöst. Also in dieser Stellung ist definitiv nicht mehr drin als der halbe Punkt. Es ging noch weiter mit Springer auf E2 und vielleicht ist das der Grund, warum man sich doch nicht die Hände geben sollte in solch ausgeglichenen Stellungen. Denn dieser Springerzug nach E2, der ist schon etwas fragwürdig. Aronian zog hier den Springer nach G7, aber da lässt er die Chance aus, um Initiative zu kämpfen. Er hätte hier mit C5 direkt Druck machen können, die Initiative bekommen können. Es könnte weitergehen mit B schlägt C5 Schach, B schlägt C5 und Turm schlägt C5. Und jetzt hat Schwarz den kraftvollen Zug, Turm schlägt E5. Und das hätte ihm Aronian nochmal die Chance gegeben, um den vollen Punkt zu kämpfen. Da hat Schwarz die Initiative. Leider hat er das wohl nicht gesehen oder falsch bewertet. Er zog in dieser Stellung den Springer nach G7 und es folgte Turm auf E1. Springer auf E6, Springer auf C1, Turm auf F4. Hier wird noch ein bisschen rumgezogen. Wirkliche Drohungen werden hier nicht mehr aufgestellt. Der Springer, der zog nach E2. Der Springerzug nach B3 wäre natürlich ein fataler Fehler gewesen, denn dann kommt ganz kraftvoll Springer schlägt D4. Also da muss man schon aufpassen, aber das wissen die beiden natürlich. Mit Springer auf E2 geht Weiß kein Risiko ein. Der Turm geht nach F5. Es kam noch zu Springer auf C3, Turm F4, Springer auf E2, Zugwiederholung, Turm F5, Springer auf C3 und nochmal Turm auf F4. Und beide reichten sich die Hand. Das Remis war nun beschlossene Sache. Eine interessante Partie ohne wirkliche Höhepunkte, aber das ist auf dem Level wirklich schwer, mit der italienischen Eröffnung etwas zu reißen. Die italienische Eröffnung ist eine wunderbare Eröffnung, absolut spielbar auf unserem Level, aber es fehlt das komplizierte Spiel. Wenn man die Varianten mit Weiß kennt, wenn man die Varianten mit Schwarz kennt, dann ist man hier sehr, sehr gut aufgehoben. Und mit Weiß allerdings um den vollen Punkt zu kämpfen, ist die italienische Eröffnung meiner Meinung nach auf diesem Level leider nicht geeignet. Auf unserem Level schon, aber Spieler einer Klasse eines Aronians, die lassen sich durch die italienische Eröffnung nicht beeindrucken. Trotzdem für uns eine interessante Partie und mal schauen, was in diesem Turnier noch so passiert. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.